Hi, wir sind Emilia, Marina, Steffi und Andi. Für uns ist es das Größte, gemeinsame Ausflüge zu machen. In unserer Gegend gibt es viele Seen und Wanderwege und wir nutzen eigentlich jede freie Minute, um zusammen rauszugehen. Emilia hat eine seltene Erkrankung und ist zu 100% auf Hilfe angewiesen. Sie kann zwar nach Gegenständen greifen, aber dann immer nur ganz kurz in der Hand halten. Allein gehen oder stehen kann sie nicht. Auch nicht alleine essen. Es muss also immer jemand bei ihr sein. Bis vor kurzem hatten wir für Emilia noch einen herkömmlichen Kinderwagen. Mit dem Thema Reha-Buggy haben wir uns ehrlicherweise nicht weiter beschäftigt. Die meisten Reha-Buggys sehen einfach nicht schön aus. Durch eine Freundin sind wir dann auf die Kimber-Familie gekommen. Die Idee, einen individuell angepassten Sitz zu haben, den man auf verschiedene Untergestelle setzen kann, fanden wir genial. Das hat unseren Alltag vielfältiger und vor allem auch viel entspannter gemacht. Es macht mich stolz und glücklich, meine beiden Kinder zusammen spielen zu sehen. Und ich muss dafür nicht das komplette Wohnzimmer umbauen oder Marina an die Sitzposition von Emilia anpassen. Mit dem Kimber Home geht das super. Die große Schwester passt sich mal der Kleinen an. Neben dem Familienleben sollte man natürlich auch immer die Partnerschaft und sich selbst im Fokus behalten. Freiräume sind sehr wichtig. Mit dem Kimber Cross kann Emilia Andi bei seinen Laufeinheiten begleiten. Er ist dann glücklich, sie ist entspannt und ich habe mal Zeit für mich oder mal nur für Marina. Wir versuchen, einen normalen Alltag hinzubekommen und bisher klappt das super. Ich kann nur allen betroffenen Familien empfehlen, offen und sich selbst treu zu bleiben. Ein Leben mit einem körperlich und geistig eingeschränkten Kind ist gewiss turbulenter und weniger planbar. Aber für jedes Kind ist doch das Wichtigste, dass es die Liebe seiner Eltern erfährt. Egal wie es ist.